Also das ist jetzt meine Waffe. Und ja, manchmal darf man sie gerne mal mit ins Bett nehmen. Ja. Also um die 8000 Schuss im Jahr gehen schon drauf. Also das ist jetzt zum Beispiel der Verschluss und da ist auch der Schlagbolzen drin, der dann die Schüsse halt auslöst. Man macht es eigentlich da rein, wo man es auch im Fernsehen sieht, wo wir dann repetieren. Das ist ja der Bügel dann, da muss man es dann noch festdrehen. Also es ist ja jeder Stand anders einfach von der Höhe und es soll zwar gleich sein, aber es trotzdem ist sehr unterschiedlich und auch die Windverhältnisse spielen da eine Rolle und je nachdem müssen wir dann rasten. Also die ist da oben, da rastet man bei hoch oder bei tief. Und da rechts davon, da rastet man dann bei links und bei rechts. Wenn halt das Trefferbild rechts ist, muss man bei rechts rasten. Das ist jetzt die Augenblende. Ich mag das eigentlich ganz gern, wenn es einfach um die Augen rum ein bisschen dunkler ist, dass man da ein bisschen abgeschirmter ist. Manche haben ja nur die rechte Seite dran, aber ja, ich habe es jetzt so eigentlich am liebsten. Ja, das ist die Klappe, die schützt vor Wind und Wetter. Da ist ein Ringkorn dann im Korntunnel drin, damit wir halt die Scheibe vorne besser anvisieren können. Also das da vorne nennt man Handstopp, da sind wir beim Liegenschießen mit der Hand so dort. Das ist die Backenstütze, die kommt dann da hinten wieder rein. Ja, man legt da einfach beim Stehen und beim Liegenschießen die Backe auf und schaut dann so durch den Diopter durch. Ja, das sind die Magazine. Da sind in jedem Magazin dann 5 Schuss drinnen. Bei jedem Schießen muss man die Magazine dann in die Magazinschaft reinschieben und dann, ja, dann kann man schießen. Und wenn man dann zum zweiten Schießen kommt, muss man das leere natürlich rausmachen und dann wieder das zweite, das wieder voll ist, wieder rein. Ja, wir sind halt doch da im Spitzensport und da muss es halt dann auch passen.